Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia. Es geht weiter. Happy Birthday 1935. Wir stehen am Anfang von was Großem. Wir dürfen gleich mal direkt einsteigen. Ohio hat versucht, den Don zu töten. Nicht Tommy, nicht Paulie, nicht sonst wen. Das gibt Krieg. Hey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Triff dich mit Saleri im Obergeschoss. Okay. Ja, es ist Krieg. Wir müssen gucken, dass wir die beiden Drecksäcke kalt machen können. Hab noch keinen Ärger gehabt. Es geht nie ab. Alles vernagelt, Baseballschläger. Oh, wieso wurde das früher gemacht? Verstehe. Oh, Geigenkoffer? Läuft. Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Ich hoffe, du bleibst anständig. Das sagst du jedes Mal. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um unsere Leute. Ich werde nicht vergessen, wer die Seiten wechselt. Da ist noch... Okay. Zigarettenbild. Hier unten. Müssen wir sehen. Hier ist hier oben. Nee. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkendes Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt. Und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Paulie sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Ja, es geht Ghilotti an den Kragen. Begib dich zu den Docks. Mich da jetzt nochmal rein. Nein, komm. Du hast eine Bombgun in deinem Bauch. In deinem Schlips.
Ach ja. Kann ich hier eigentlich irgendeinen Wagen nehmen? Steig ein! Ich will dir was zeigen. An den Docks, wo sich Pauli und Sam rumtreiben. Dicke Luft, ein paar Häuser. Yeah. Ich habe den Dienstwagen geklaut hier von meinem Boss und jetzt geht's ab. Und Charlotte geht's an Kragen. Lost Heaven Line. Guck mal, das ist schon die große Fabrik mit den großen Türmen hier, mit dem großen Schornstein. Hast du gedacht, ich ramme, ne? Aber nein. Use Call. Oh. Beigefahren. Ich hab da mal geparkt. Willkommen to the Birthday Party Private Event by Investion Only. Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karten. Wir müssen Sie außerdem abtasten, zur Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wusstet ihr, dass diese Riesenfete fast 5 Riesen kostet? Für die feinste Familie der Stadt. Wer ist denn? Denke ich auch. Wer hat mehr getan? $5,000 des Verlustes seines Sohns. Er wird in der Stadt aufräumen. Und er schmeißt die besten... Roberto Gilotti lädt sie ein zu. Ein prächtigen Geburtstagsfest an Bord der Lost Heaven Queen. Beginn 15 Uhr, Abfahrt 16 Uhr. Getränke und Essen 16 bis 19 Uhr. Reden und Feuerwerk 19 Uhr. Unterhaltung bis in die Nachtstunden. Captain William R. Porter. Oder Potter. Und die Crew der Lost Heaven Queen bringen uns auf den West River, denn an Central Island vorbei und an den luftigen Höhen von Beach Hill. Oder Beach Hill. Sie können die meralische Aussicht auf die St. Paul Coast genießen, während wir auf die Feuerwerksboote zusteuern, die den Abend spektakulär ausklingen lassen. Ja! Was war denn hier am Boden? Ach, der Kabel von dem Mikrofon. Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was an den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Notiz lesen. Gelotti Sicherheitsanforderungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe in Bezug auf meine kommenden Veranstaltungen für Lost Heaven Queen. Ich wurde heute von einem Bekannten von mir möglicher Gefahr meiner Sicherheit gewarnt. Deshalb würde ich bei der Feier einige Sicherheitskräfte beschäftigen. Ich erwarte außerdem das folgende. Erstens, nur Besitzer von Einladungen werden an Bord gelassen. Zweitens, ihre Crew darf sich nicht im Bereich der Bar aufhalten. Nur meine engsten Freunde werden dort Zutritt haben. Drittens, die gesamte Crew des Lost Heaven Queen muss nach verdächtigem Verhalten Ausschau halten. Robert Gilotti. Ja, du bist echt ein bisschen Paranoid-Typ, oder? Kann das sein? So. Morello. Wo ist denn der Typ? Wo hat er denn hingelegt? Ach, da ist ein Raum. Hallo. Thank you.
dann machen wir jetzt noch einmal Hitman-Style. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Ja, Chef. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Ja, Chef. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Hab ihm wohl Ärger eingebracht. Trink aus und genieß die Fahrt. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Das ist mein Comic. Er hat Verbindungen. Wo kommt sonst der ganze Schnaps her? Danke, weitermachen. Dann gucken wir mal im Maschinenraum. In der Toilette, im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Danke. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Hol die Knarre. Ja, natürlich schon mal die Knarre. Hier ist bald. Ein Hoch. Ich kenne dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang? Komm schon. Wo zur Hölle bist du? Hey,
So, wo ist der Typ eigentlich hin? Diesmal schmeiße ich ihn über Bord. Na gut. Finde eine erhöhte Position. Ja, aber gerne doch. Hallo, Captain. Warte mal, hier liegt noch ein Comic. So. Amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen. Also besoffen wie ein Amtmann. Ratten ertränken. Ja. Danke. Danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk. Ja? Verdammt! Eigentlich wollte ich ihn genau ein zwischen die Hörner, zwischen die Augen, aber er hat mich getroffen. Egal, Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday! Ja, Gelottis Geschichte. Gottverdammter Glücksblitz.
ihm drauf! Was glaubst du, was ich versuche? Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Ja. Immer muss ich mich drum kümmern, Boss. Jetzt kann ich jetzt hier rein? Ja, jetzt kann ich hier rein. Ich hole mir jetzt hier mindestens die Sammelbilder, die ich gerne noch. Zack. Yo. Das war das Familienfoto, genau. Kann ich irgendwo mal sehen, was man für ein Sammeldinger eigentlich schon hat? Ah, hier. Sonderhefte, Zigarettenbilder, Comics. Haben wir noch nicht viel? Ui, da haben wir aber schon. Da haben wir schon einige. Postkarten haben wir auch noch nicht. Okay, also da gibt es noch einiges, was wir zu sammeln haben. Ich glaube, es ist auch nur ein Bruchteil, was ich jetzt eingesammelt habe in der Zeit, in der wir jetzt hier schon am Spielen sind. Ist ja auch schon wieder etliche Folgen. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Er würde Little It... Was? Hier in Rot. Schick, schick, den nehmen wir. So, dann fahren wir mal zu Sergio. Machen wir Sergio. Es gab am Anfang die Möglichkeit, Fahrten zu überspringen. Das fand ich jetzt nicht, aber nicht so geil. Fahrspaß hier. Also, sag mal so, das Spiel von der Fahrmechanik kommt natürlich nicht an GTA dran oder an andere Rennsimulationen. Ich weiß nicht, wenn man das
wenn man das Fahren auf Simulation stellt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Wow, Alter, blink doch mal! Wohnt denn der Hajo bei? Naja, ich weiß immer noch nicht, wie man hupt. Durch die Mitte! Alter, den Typen, den machen wir kalt. Die Polenti hier am Start. So. Wo wohnt denn dieser Vogel? Warum ist der so hundertprozentig nicht in seinem Haus? Wie den jagen, Alter, dann ist er dann erst ziemlich dämlich in sein Haus zurückzufahren, ne? Also ich bringe ja gern Autobomben an, aber das ist irgendwie ein bisschen sinnfrei. Drin, Alter. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Hin. Du hast den Alarm ausgelöst. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Nee, ich wohne hier. Du musst hier weg. Alter. Das ist Kacke. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Steht noch einer am Grill oder ist der jetzt weg? Wo willst du hin? Dennis, mach jetzt keinen Sinn. Alles Scheiße. Ich wohne hier. Schatz, mach mal die Tür auf. Hallo. Wo willst du hin? Weg. Ja, komm nicht wieder. Hast du dich verirrt? Ja, ja, ein bisschen. Was ist das für ein Geräusch? Nee, klappt nicht. Ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge und machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Tschüss!